Hallo, ihr Lieben. Wir sind heute in Bad Sachsa, im Salztalparadies. Mhm. Und wollen euch das mal noch ein bisschen zeigen. Der Niki ist schon ganz aufgeregt. Wir hatten euch ja schon mal dieses Vita Amar gezeigt in Bad Lauterberg. Und das hier ist auch so ein tolles Erlebnisbad. Da ist hier hinten, kann man jetzt nicht sehen, da ist ein Indoor-Spielplatz. Und hier geht es rein zum Salztalparadies. Und da sind auch ist sogar noch eine Eislaufhalle nebenan. Wir zeigen euch gleich nochmal die Preise. Eislauf. Bis gleich. So, hier sind die Eintrittspreise und die Öffnungszeiten. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Es ist sehr sonnig. Und hier ist das auch von der Eislaufhalle. Also hier waren wir noch nicht Eislaufen. Wir waren schon rein, gucken mal. Aber wir waren eben noch nicht Eislaufen. Wir gehen immer im braunen Lager. So. Und hier hinten, wie gesagt, geht's denn. Hier ist die Eislaufhalle und genau daneben ist das Erlebnisbad. Natürlich günstig, wenn man das beides kombinieren möchte. Wir gehen aber heute nur baden. Jetzt sind wir hier vorne durch die Umkleiden durch. Kennt ihr ja bestimmt. Hier sind die Schränke, davon sind die Duschen und hier geht es runter zum Erlebnisbad. Ja. Da, wo der Niki jetzt. Du hast deine Badehose falsch rum an. Hier. Ich leuchte mal woanders hin, weil der Niki sich gerade jetzt hier vorne mal nackig machen muss. Und hier vorne, wie gesagt, hier geht es rein. Man kann schon ein bisschen sehen, da sind die werden die Reifen hochtransportiert für die Reifenrutsche. Hier ist so ein Strömungskanal, da hinten sind die Whirlpools in der Kinderbereich. Niki ist soweit. Dann kann er mal ziehen, aufmachen und dann gehen wir mal runter. Zeigen wir euch das mal. Hier ist das große Becken, wo auch Wellenbad nachher ist. Warum das da jetzt. Ach nee, es ist nicht zu. Das ist bloß diese komische Dings, das ist immer da. So, wie gesagt, da hinten ist der Kinderbereich. Hier ist die Reifenrutsche. Die ist super toll. Hier kann man nachher so auf so ein, mit so einem Wellen auf dem Wasser laufen. Du kannst ruhig schon rein, ich gehe schon eine Liege fertig machen. Ich komme gleich hinterher, ja. Und da geht es nachher zum Badeland. Da ist das große Sportbecken und da ist auch noch so eine kleine Grotte und sowas, das zeigen wir euch nachher noch. Alles klar erstmal. So, das sieht man ja erstmal. Welle ist jetzt nicht an. Was müsste denn hier stehen, wenn die erste Welle ist? Um 12:30. Das zeigen wir euch dann nachher noch. Draußen kann man auch liegen. Hier ist ein Strömungskanal. Hier sind, wie gesagt, werden die Reifen hochtransportiert für die Reifenrutsche. So, und da gehen wir jetzt erstmal uns einen Platz suchen. Bis nachher. So, jetzt müsste gleich die Welle losgehen. Der Niki zeigt uns mal, wie doll die hier ist. So doll ist die nicht wie in Bad Lauterberg. Das Becken ist ja auch viel kleiner, wie man sehen kann. Da geht's los. Niki, es geht los! Ist aber trotzdem schön und macht sehr viel Spaß. Mach mal du! So, der Niki will gleich mit seinem Wasserball laufen, der läuft jetzt schon da drüben. Haben wir jetzt eine Chips geholt, die muss man an der Kasse holen. Kosten 5 Minuten 2 Euro, das zeigen wir euch gleich. Das sind die Chips. Die wollte zweimal. Und jetzt gehen wir mal eine kleine Runde. Kommst du mit, Dicker? Nein. Hier oben, von hier oben sieht man das Kinderparadies. Nee, jetzt noch nicht. Erst um 2 machen die auf. Kinderparadies, wunderbar. Jetzt gehen wir noch mal hier hinten hin. Nee, ja, gut, da hinten sind die Liegebereiche noch, können wir noch mal zeigen. Das ist jetzt im Moment nicht an, brauche ich auch nicht. Niki, brauchst du nicht. Hier hinten sind auch so eine Wärmelampen liegen und Wärmelampen, da kann man die anmachen. Das ist super, kann man auch noch liegen. Hier ist der Strömungskanal, jetzt von der anderen Seite. Die Rutsche, wie gesagt, ach, jetzt haben sie angemacht. Hier ist noch eine kleine Rutsche, also das Kinder für die Kleinen eben.
Mama, geh mal zeigen. Willst du hier bleiben? Wir sind zwei Whirlpools. Hä? Ich habe gesagt, ich will mal zeigen gehen. Hier geht es zum Außenbereich. Den sehen wir gleich durch das Glas hier nochmal. Die Bikini Bar von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Hier steht das nochmal mit den Wasserbällen. 5 Minuten 2 Euro. Hier ist der Außenbereich. Niki. Und dann geht es hier hinten. Das ist so ein Gesundheitsbecken, also ganz warm. Das ist so warm wie die Whirlpools. Und da ist auch nochmal ein Whirlpool. Das ist richtig warm, ja. Und so eine kleine Dampfsauna, wo man sich aufwärmen kann. Und ein kalter Eimer. Hier der Blubberzauner war, das ist richtig gut zu massieren. Ja, zeige ich gleich. Da hinten ist der andere Whirlpool. Hier ist neu, hier zu einer Massage. Kann man für 6 Euro eine Ganzkörpermassage bekommen. Wenn man möchte. Der Niki ist jetzt in dem warmen Becken. Den da auch nochmal liegen. Und hier ist dieser eiskalte Eimer. Da drückt man hier auf den Knopf. Dann läuft der voll und dann kommt wirklich eiskaltes Wasser raus. Hier ist diese kleine Dampfsauna mit Duschen. Wirklich bloß nur ganz kleine. Weiß ich nicht, kann ich da, ohne dass da ist gerade Gott sei Dank keiner drin, sonst fühlen die sich gestört, sieht man ja. So, puh. Und nach hier gibt es nach oben zum Sportbecken. Wenn man in den Außenbereich jetzt langkommen würde, würde man hier rauskommen. Hier würde man dann, genau. Und hier geht es zur Sauna und hier geht es zu dem Diner und zu dem großen Sportbecken. Die Treppe hoch. Also das Diner ist noch eine Etage höher. Jetzt kommt einmal das Sportbecken. Hier sind auch noch mal Liegen. Sohle Vital Lounge. Das ist jetzt auch neu, muss ich dazu sagen. Kenne ich auch noch nicht. Aha, da kann man sich bestimmt besprühen lassen oder so. Ja, so. Ja, hier ist auch nochmal ein Whirlpool zum Aufwärmen. Dann lege ich es jetzt in den Sportbecken drin. Das ist hier hinten denn tief, 1,80, da steht's. Und vorne ist es aber so, dass wir stehen können. Da ist auch nochmal ein ganz kleiner Bereich, wirklich aber ein kleinerer für die Kleineren, wenn man sagt, man möchte hier. Ja, mega, schwimmen, schwimmen. Ja, und hier ist Fußreflexzonenmassage. Mensch, kannst du denn hier so drüber laufen? Also für mich ist es nicht schön, weil es sehr schmerzhaft für mich ist. Niki, ich gehe mal ganz kurz bloß mal das Deiner zeigen, ja? Toiletten sind auch immer überall, also das ist schon gut. Da guckt man eben auf diesen, wo wir gerade eben waren, diese Massage. Hier ist nochmal der Außenbereich und hier oben geht's denn zu dem Diner. Ja. Das ist sogar schon offen, glaube ich, ja, ab Mittag. Ist natürlich jetzt gerade keiner, weil es heute auch leer ist. So. Kann man noch mal so ein bisschen. Vielleicht sieht man das so, die Preise. Ich hoffe, man kann es sehen. So. Jo, das war eigentlich so der Rundgang. Wir zeigen euch nochmal die Wasserbälle gleich. Weil die sind von 14 bis 17 Uhr, kann man das machen. Und es ist gleich 14 Uhr. Und dann wird der Niki mal mit so einem Ball übers Wasser gleiten. Aber ich glaube, das hat man noch nicht gezeigt. Dann zeigen wir es. Alles klar, bis gleich.
So, ich wollte gerade noch mal fragen, also das mit den Bällen ist nur am Wochenende und in den Ferien. Und da wir heute in der Woche haben, können wir euch das leider nicht zeigen. Vielleicht machen wir noch mal irgendwann ein Video davon, wird zum Wochenende noch mal hier sind oder in Ferien. Und dann können wir es euch noch mal zeigen. Da ist der Niki. Ja, das war eigentlich so das meiste, was wir euch zeigen wollten hier im Salzparadies Bad Sachse. Hallo, ich komme gleich. Also ist wirklich ein Abstecher wert, ein sehr, sehr schönes Bad. Alles klar, sagt tschüss.